Es gibt da keinen Kippschalter, da zu sagen zu dem Kind, nee, du hörst jetzt damit auf und Schluss. Das Bedürfnis von denjenigen, gerade die so mutig sind, ist dann da. Vielleicht ist das ein Kind, was super abschätzen kann. Da kann ich springen, da kann ich nicht springen. Wichtig dabei ist, dass wir auch sehen müssen, was sind unsere eigenen Ängste. Fröbelcast, der Podcast für Familien. Mit einer neuen Folge zum Thema Selbstständigkeit. Die meisten Kinder wollen schon ganz früh selbstständig sein. Sie wollen sich selbst anziehen, in Klammern, besonders dann, wenn wir Eltern es wahnsinnig eilig haben. Sie wollen genau wie wir mit einem richtigen Messer und Gabel essen oder auch alleine mit dem Laufrad über die Straße fahren. Das ist toll und meistens freuen wir uns als Eltern natürlich darüber. Trotzdem fällt es Eltern, gerade von sehr jungen Kindern, manchmal schwer, ein gutes Gleichgewicht zwischen Festhalten und Loslassen zu finden. Ich bin Henrike Ortmann und habe mich heute mit Annette zu Solms in Hamburg getroffen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Diese Podcast-Episode besteht aus zwei Teilen. In diesem ersten Teil sprechen wir über junge Kinder vom Säugling bis ins Kita-Alter. In einer weiteren Folge werden wir uns das Thema Freiheit und Grenzen setzen bei Kindern im Schulalter anschauen. Ich würde zum Einstieg gerne erstmal über zwei Begriffe mit dir sprechen, Annette. Was meinen wir mit Selbstständigkeit und was mit Selbstbestimmung? Wir nutzen das manchmal synonym, aber wo liegt denn da der Unterschied? Ich würde eigentlich erstmal gerne über Selbstständigkeit sprechen, weil die Selbstständigkeit sich für mich eigentlich aus dem Urprinzip des Lebens überhaupt ergibt. Das fängt an mit der Geburt. Ein Kind, was nicht mitmachen kann, durch den Geburtskanal zu kommen, das bleibt stecken. Das heißt, da fängt schon die erste Selbstständigkeit an. Man will leben, man will raus, man will selbstständig werden. Dieses Urprinzip zieht sich durch die ganze Erziehung durch. Kinder wollen immer ein bisschen weiterkommen. Und aus diesem Ergebnis, aus dieser Erfahrung, aus dem, was sie dadurch lernen, kommt eigentlich die Selbstbestimmung dann. Daraus bestimmen sie auch, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, was möchte ich weiter. Das ergibt sich aus dem Drang, eigentlich selber wirklich was machen zu wollen. Und wir Erwachsenen oder wir Eltern sind immer so ein bisschen in der Waage, das auf der einen Seite natürlich das auch richtig zu finden. Denn Kinder werden groß und Kinder werden eines Tages auch ihren Weg alleine machen. Das ist das Ziel von Erziehung. Und das ist natürlich die totale Selbstständigkeit, wenn man so will. Und in welche Richtung das geht, bestimmen sie dann auch wieder selber. Und wir müssen, das ist das Grundprinzip auch wieder von Erziehung, wie weit ist es gut und wo muss ich achtsam sein? Die meisten Kinder, es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen, aber eigentlich kann man sagen, die meisten Kinder wissen, wie weit sie gehen können. Zum Beispiel, wenn es ums Klettern geht oder so. Die gehen nicht von vornherein nicht nur ganz nach oben, sondern die fangen an auszutesten unten. Und aus diesem Austesten haben sie Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung wollen sie wieder selbst bestimmen, wie weit sie gehen können. Deswegen ist das ein bisschen ineinander verflochten. Ich denke, auf Situationen wie Klettergerüste gehen wir später nochmal ein bisschen genauer ein. Wann beginnt Selbstständigkeit? So wie du das beschreibst, beginnt die mit der Geburt. Im Grunde genommen, ja, wir sind ja soziale Wesen, ne? Und wir wollen uns immer messen, auch an uns. Wir wollen weiterkommen, wir wollen ja selbstständig sein. Kein Mensch möchte hilflos und von anderen abhängig sein oder von irgendwas von außen, sondern wir wollen selber atmen, wir wollen selber laufen. Jedes Kind möchte selber das Messer in die Hand nehmen, möchte selber versuchen zu schneiden und so weiter und so fort. Das ist eigentlich unser Urprinzip und das ist auch gut so. Weil das ist ja auch das Ziel im Endeffekt. Das heißt, ich kann schon beim Säugling eigentlich beobachten erste Anzeichen für den Wunsch nach Selbstständigkeit? Genau. Im Grunde genommen bestimmen ja schon diese ganz Kleinen, die ganz frisch auf der Welt sind, bestimmen ja schon von sich aus, ich habe jetzt Hunger, auch wenn sie es nicht ausdrücken können, in dem Sinne, wie wir das als Erwachsener denken. Aber sie machen das deutlich und sie suchen auch die Brustwarze oder die Flasche. Das ist ihre Art, ich muss das jetzt haben. Das ist ja auch eine Art von Selbstständigkeit, wenn sie nur den Mund aufmachen würden und hoffen, dass da das reinfliegt, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen wenig.
Und eigentlich machen das alle Kinder, die suchen danach. Und das ist schon die erste Selbstständigkeit, ja. Stimmt, sie warten nicht passiv, sondern äußern sich. Genau, ne? Genau, auf ihre Art. Und das ist natürlich das Wichtige, dass man immer gucken muss, wen habe ich da vor mir? Ne? Wie alt, wie groß, welche Geschichte, das ist so individuell. Sicherlich kann man trotzdem so ein paar allgemeine Dinge dazu sagen. Ne? Also was brauchen denn Kinder, um selbstständig werden zu können? Wie viel Freiheit und wo brauchen sie Grenzen? Ja, das ist sicherlich einmal abhängig davon, was ist das für ein Kind? Also was ist das für ein Typ? Es gibt ganz klar so die Draufgänger, ne? Die alles immer gerne ausprobieren. Und für dieses Ausprobieren haben diese Draufgänger, oft sind sie mit einer Portion Mut ausgestattet, die andere Kinder nicht so haben. Die brauchen natürlich eher die Sicherheit, dass man auch ein bisschen bremst, sagt Vorsicht. Ne? Das heißt also, diese Kinder, die ganz viel Mut haben, brauchen die Sicherheit, ich werde auch, wie soll ich sagen, nicht gebremst, aber ich werde auch aufgehalten, mir wird achtsam umgegangen, damit ich das lerne auch für mich, wie weit kann ich gehen. Das ist ja auch ein Lernprozess. Und die Kinder, die nicht so viel Mut haben, die ängstlicher sind, die brauchen auch die Zuversicht und die Sicherheit, dass sie das so ein Stückchen für Stück auch ausprobieren dürfen. Also Sicherheit ist ganz, ganz wichtig für Selbstständigkeit. Das Gefühl, ich werde gesehen, ich werde verstanden und ich werde auch begleitet. Und das ist der Ursprung von Erziehung. Das ist das Grundsätzliche im Grunde genommen. Die Kraft, ne, die Kraft der Erziehung dahinter zu stehen und zu sehen, was braucht dieses Kind jetzt von mir in seinem Werden und Wachsen. Das ist ja nur nicht immer ganz einfach, ne? Besonders vielleicht mit recht kleinen Kindern, sprechen wir mal so vom Alter von 2, 3 oder so. Mir hat eine Kollegin erzählt, dass ihr kleiner Sohn, der ist nun 2, dass im Moment so sein liebstes Hobby ist, sich todesmutig vom Sofa zu stürzen. Ja. Und natürlich kann sie Sicherheitsvorkehrungen vornehmen, aber trotzdem ist ihr irgendwie nicht wohl dabei. Jetzt ist er aber 2 und so richtig Argumenten noch nicht so ganz zugänglich. Das kann einen als Eltern schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen, wenn man da nicht durchdringt und immer hinter dem Kind so ein bisschen her sein muss. Wo sind denn die Grenzen der Selbstständigkeit? Also wo ganz klar ist hier bis hierhin und nicht weiter? Also wenn ein Kind so aus so einer Freude heraus sowas gerne macht, dann muss man natürlich überlegen, okay, da gibt es keinen Schalter zum Umschalten, denn nee, das macht er jetzt nicht mehr, das geht nicht mehr, sondern man muss versuchen, sicherlich ihm die Möglichkeit zu geben, das auch auszuprobieren. Dass da natürlich auch mal eine Beule bei rauskommen kann, weil er das nicht so gut abgeschätzt hat, das kann passieren. Aber Vorkehrungen müssen natürlich gemacht werden, das ist klar, und auch Gelegenheiten. Das heißt, man kann ganz klar sagen, okay, jetzt kannst du das mal richtig ausprobieren. Und dann macht man entsprechend auch das Wohnzimmer oder wo es gerade ist. Und dann kann es natürlich auch Zeiten geben, nee, jetzt geht das nicht. Wichtig dabei ist, dass wir auch sehen müssen, was sind unsere eigenen Ängste. Vielleicht ist das ein Kind, was super abschätzen kann. Da kann ich springen, da kann ich nicht springen. Aber oft ist es so, und das liegt gerade vor allen Dingen meistens auf der mütterlichen Seite, dass wir doch eher ängstlich sind. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir ja von Anfang an in uns hineinhorchen müssen, geht's mir und meinem Kind gut, wenn wir schwanger sind, bei der Geburt aufpassen, danach sind wir mit der Nahrung. Das heißt, wir sind wesentlich mehr auf Hüten, auf Behüten, auf Verorten aus. Da sind oft die Väter anders. Das fängt oft an, dass Väter ihre Kinder in die Luft schmeißen, die Kleinen. Und die Mütter, gehen fast ein, das kannst du doch nicht machen. Und die Väter sagen, ich halte doch mein Kind fest, das ist doch ganz logisch. Das heißt, oft Väter haben einen anderen Zugang zu Mut, zu Ausprobieren, zu eben auch Selbstständigkeit zu diesen Dingen, als die Mütter. Und deswegen ist das ein guter Ausgleich, wenn zum Beispiel der Vater dann mit denen auch mal Dinge macht, wo die Mutter eigentlich gar nicht zugucken kann. Aber wichtig ist, dass man das nicht einfach abschalten kann und nicht sagen kann, nee, das darfst du nicht, das geht nicht, das ist überhaupt nicht gut. Sondern man muss sich überlegen, wo kann das Kind das eben auch ausprobieren? In einem Rahmen, den ich, wenn ich als Mutter dabei bin, auch ertragen kann. Denn wenn ich daneben sitze und Schweißausbrüche kriege, dann ist das auch nicht gut. Oder eben, ich muss gucken, gibt es einen Rahmen, dass das vielleicht mit anders, dass er mit dem Vater mal in, was weiß ich, in solche Turnhalle gehen kann, wo sie das mal richtig machen oder wo auch immer das ausprobiert werden kann. Denn das ist wichtig und das ist der Drang von den Kindern, selbstständig zu werden. Den Rahmen können wir aber geben. Das müssen wir auch. Wir sind
die Erwachsene. Wir sind diejenigen, die die Erziehung da, also den Rahmen geben. Ganz klar. Ja, kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Meistens war es so, wenn ich mein Kind, meine kleine Tochter beobachtet habe und sie hat halsbrecherische Dinge gemacht. Und eigentlich ist erst was passiert in dem Moment, wo ich erschrocken war, vielleicht mal geschrien habe, pass auf, oder so. Dann ist sie aus ihrer Konzentration rausgefallen und in dem Moment ist dann tatsächlich was passiert. Genau. Also das... Genau, trotzdem, wir haben diese Ängste und das ist natürlich auch ein guter Mechanismus. Wir sind ja achtsam, wir gucken, was kann gefährlich sein. Wir müssen natürlich immer überlegen, bin ich da übertrieben oder nicht. Das liegt wiederum oft an unserer eigenen Geschichte. Wenn wir Eltern hatten, die obervorsichtig waren, dann fällt es uns sicherlich schwer, damit umzugehen. Oder eben auch gerade das Umgekehrte, jetzt endlich darf ich. Also das hat ja mit so vielen Faktoren zu tun, wie wir selber gepolt sind, was wir für eine Geschichte haben, was wir für eine Persönlichkeit sind und so weiter. Deswegen müssen wir immer selber Acht geben, übertreibe ich da jetzt oder ist das so? Und wenn das so ist, dann ist das auch in Ordnung, dass wir Ängste haben. Und wir dürfen das auch aussprechen. Wir können auch ganz klar sagen, du, ich kann da gar nicht, ich kann da gar nicht zugucken. Das tut mir leid. Wir müssen mal überlegen, dass du das machen kannst, damit ich auch nicht solche Angst habe. Denn das wollen die Kinder auch nicht, dass wir Angst haben. Da sorgen auch die Kinder für die Eltern. Wenn man das sagt, ich kann das nicht zugucken. Kannst du das bitte lassen? Wir müssen mal überlegen, wie gesagt, wie du da runterspringen kannst oder wenn du da runterfährst oder so. Alles klar. Aber es gibt da keinen Kippschalter, da zu sagen zu dem Kind, nee, du hörst jetzt damit auf und Schluss. Das Bedürfnis von denjenigen, gerade die so mutig sind, ist dann da. Und die müssen das auch für sich lernen, auch dann ihre Grenzen zu finden. Und manchmal kann das auch sein, dass das ein bisschen zu weit ist, dass dann doch eine Beule bei rauskommt. Kann sein, ja. Gut, eine Beule ist in Ordnung, ne? Aber viel mehr sollte im besten Falle nicht passieren. Ganz klar. Hat das Kind aber ja auch ein Recht auf eigene Erfahrung. Mhm. Wo beginnt, wo endet das? Vielleicht tatsächlich, um mal bei dem Beispiel mit einem Zweijährigen zu bleiben, der sich vom Sofa stürzt. Hat er das Recht darauf, sich notfalls auch weh zu tun, wenn er da runterfällt? Oder sollte ich mich darum kümmern, möglichst dicke Matratzen auszulegen, um ihm diese Erfahrung sozusagen zu ersparen oder umgekehrt nicht zu ermöglichen? Ich glaube, jedes Kind weiß, dass eigentlich im Normalfall man sich nicht vom Sofa stürzt. Aber es hat ja das Bedürfnis. Und wenn man das dann sieht, dann kann man, glaube ich, schon, also den meisten Kindern kann man sagen, okay, du willst jetzt wirklich toben, jetzt müssen wir aber das präparieren, weil es ein Wohnzimmer ist. Da sitzen wir und so, ne? Aber wenn das jetzt ein Tobezimmer sein soll, dann müssen wir was ändern. Das ist, glaube ich, für jeden Kind völlig nachvollziehbar und auch völlig in Ordnung. Und dadurch lernt es ja auch, ich kann mich nicht von irgendwo überall irgendwo runterstürzen. Das ist ja auch ein Lernprozess, der ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, so kriegen das die meisten Kinder hin. Und auch für die Eltern ist das eben ein gangbarer Weg. Wie kann ich denn meiner zweijährigen Tochter zum Beispiel vermitteln, dass sie etwas noch nicht alleine darf? Welche körperlichen Signale oder welche Formulierungen kann ich vielleicht auch nutzen, um wirkungsvoll Grenzen zu setzen? Um mich vielleicht nicht immer zu wiederholen? Oder sollte ich mich immer wiederholen? Es gibt natürlich ganz klar Dinge, die nicht gehen oder noch nicht gehen. Das fängt damit an, wenn man in der Küche ist und die Kinder wollen mitmachen und die wollen auch ein Messer. Dass man sagt, oh ja, klar, kannst du mir helfen? Und man gibt ihnen aber ein Messer, was nicht so scharf ist. Am Anfang zumindest, damit sie das überhaupt lernen. Und wenn sie aber nun doch das scharfe Messer wollen. Ich glaube, da gibt es die verschiedensten Wege. Einmal kann man sagen, weißt du, ich übe das schon wirklich viele Jahre mit dem Messer. Ne? Also ich bin mir da schon ein bisschen sicherer und du wirst auch dahin kommen. Also Zuversicht sagen, klar, kommst du irgendwann dahin, aber man muss das eben auch üben. Zum anderen kann man sagen, guck mal hier, wie ich tatsächlich zeigen, wie man schneiden kann mit einem scharfen Messer und wie es mit einem nicht so scharfen geht. Das heißt, die verstehen oft mehr, als wir denken. Wenn es nun so ist, dass sie es immer wieder wollen und so weiter, es kommt darauf an, was man für Typ ist, auch als Eltern, beziehungsweise in was für einer Situation man ist. Es ist ja auch immer abhängig von, muss ich mich beeilen, müssen wir schnell machen oder haben wir Zeit, ist alles ganz ruhig und so weiter. Dann können wir vielleicht zusammen sogar mit dem Messer schneiden, dass man daneben ist und dass man sagt, okay, ganz vorsichtig, jetzt musst du den Finger wegnehmen und so, dass sie das tatsächlich ausprobieren. Dann lernen die meistens ganz schön schnell, wie das doch scharf ist. Oder man kann ihm sagen, ja, jetzt nicht.
jetzt können wir das nicht machen, ein andermal vielleicht. Oder man zeigt an einem Stück, ein Stück Holz vielleicht oder auch an der Wurzel, wie das gehen kann. Von daher glaube ich, die meisten Kinder kann man auch davon überzeugen. Was klassisch ist, ist ja auch, dass sie mit dem Schlafanzug in die Kita gehen wollen oder im Winter rausgehen wollen. Ist ja auch eine ganz klassische Sache. Wenn man im Grunde genommen das mal akzeptiert, sagen ja, also das Ausprobieren, irgendwie kann man das ja verstehen, dass Kinder das mal ausprobieren wollen. Wenn es jetzt aber so ist, dass man wahnsinnig in Eile ist und man muss euch jetzt los und jetzt wollen sie mit dem Schlafanzug raus in den Schnee gehen, weil das macht nichts, dann glaube ich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal, und das hat immer damit zu tun, wie die Beziehung zum Kind ist und wie das Vertrauen auch ist. Wenn die Eltern sagen, das geht heute nicht, wir müssen jetzt wirklich schnell machen, ich glaube, dann werden die meisten Kinder das verstehen. Und wenn man sagt, das ist eine gute Idee, lass uns das heute Abend mal probieren. Oder, ja, wenn du jetzt rausgehst, kann es sein, dass du richtig kalte Füße kriegst und nass wirst. Und du weißt, das ist immer eine Möglichkeit, krank zu werden. Und am Samstag wollen wir doch zum Geburtstag gehen. Stell dir vor, du bist krank, das ist jetzt wirklich unglücklich. Lass uns das ein andermal ausprobieren. So. Dann nimmt man ja das Bedürfnis von dem Kind wahr und trotzdem packt man es aber in dem Kontext, der gerade ist. Und die meisten Kinder verstehen das. Aber wichtig ist, dass sie auch gelernt haben, dass sie gehört werden, die Kinder. In dem Moment ist ja die Beziehung gut. Dann werden sie auch gesehen und gehört und ihre Bedürfnisse wahrgenommen. Dann können sie auch meistens mit der Zeit sagen, okay, jetzt nicht, aber heute Abend machen wir das mal. Ja, heute Abend gebe ich mal einen Regen einfach mal raus im Schlafanzug. Warum nicht? Gut, das heißt also, entscheidend ist, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass das auch eingehalten wird. Ne? Also wenn sie mehrfach enttäuscht werden und vertröstet werden und sich dann nicht ernst genommen fühlen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ne? Das ist ja der Ursprung also von Beziehung, was so wichtig ist, dass man gesehen wird, dass man das Gefühl hat, ich bin angenommen, ich werde gesehen, ich gehöre dazu und ich kann auch was bewirken. Also das, was ich sage, wird nicht nur gehört, sondern es wird auch aufgenommen. Manchmal ist es so, dass wenn man dann, was weiß ich, am Abend sagt, wie ist es, wollen wir jetzt nochmal raus im Schlafanzug, dann sagen die, nee, das ist auch in Ordnung. Aber sie haben gemerkt, dass sie wichtig sind auch und dass sie ernst genommen werden. Und das ist entscheidend. Trotzdem, und das ist Erziehung eben, dass wir da drüber stehen und das Ganze im Blick haben und wissen, was im Moment einfach wirklich wichtig ist und warum es im Moment dann vielleicht nicht geht. Vielleicht geht es ja auch mal in dem Moment, dann kann man es auch mal spontan machen, ne? Ist immer im Kontext der ganzen Geschichte zu sehen. Und den einzelnen Menschen auch. Dann hattest du gesagt, dass das Erlangen von Selbstständigkeit was völlig Natürliches ist und in jedem Menschen angelegt ist, das ab Geburt. Viele neigen dazu, positives Verhalten von Kindern zu verstärken durch Belohnung, negatives oder nicht erwünschtes vielleicht auch mal zu bestrafen. Wie sieht das denn mit Selbstständigkeit aus? Also sollte ich mein Kind belohnen, wenn es zunehmend selbstständig wird? Sollte ich es für die selbstständige Handlung belohnen? Wie siehst du das? Also auch da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an. Grundsätzlich ist das immer eine Freude, wenn ein Kind selbstständig ist, auch fürs Kind selber. Das feiert es meistens. Guck mal, jetzt kann ich meinen Schuh alleine anziehen und da braucht man sich nur zu freuen. Und das ist ja schon eine wunderbare Geschichte dann. Oder die meisten Kinder wollen auch dann irgendwann Fahrrad fahren. Und wenn die das können, ist ja super, ist großartig. Und meistens hat das zur Folge, dass, wenn sie Fahrrad fahren können, auch vielleicht ein Fahrrad ja dann irgendwann kommt. Also das ist ja schon in sich dann eine Belohnung so ungefähr. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die Kinder schwerfallen. Ne? Dass zum Beispiel, was weiß ich, dass sie sich tatsächlich alleine anziehen können zum Beispiel. Dass es wirklich mühsam ist und dass das dann manchmal auch ganz schnell geht. Was für eine Freude. Und wenn das dann morgens auch noch richtig schnell geht, was für eine Freude. Ja, warum soll man dann nicht mehr sagen, ich habe mich so gefreut darüber, dann lass uns doch was Schönes draus machen. Ich würde nie das grundsätzlich in der Folge von Selbstständigkeit sehen. Weil, wie gesagt, Selbstständigkeit selber ist ja schon was Positives. Aber wenn es eine große Sache ist und dieses Kind sich echt bemüht hat, weil es einem schwerfällt. Und es gibt Kinder, denen fällt das Schreiben leichter. Oder gerade Schule ist auch eine wunderbare Sache mit Belohnung und so. Ne? Selbstständigkeit, also im Sinne von, ich habe Matheaufgabe, ich habe das selbstständig gemacht, selbstständig gelernt und ich kann das und so. Wie schön kann man, wenn man das belohnen kann. Wenn man weiß, was für eine Leistung dahinter steht. Wenn das aber jemand für jemanden ist, der bezahlen gut umgehen kann, ja, dann ja, schön, super, wieder eine Eins, klasse. Freue mich mit dich, aber lässt sich dann kaum steigern. Ja, deswegen, es kommt immer ein bisschen drauf an, was ist wirklich
Und es gibt Kinder, die bemühen sich echt und dann gibt es nur eine kleine Steigerung. Aber das sollte dann natürlich gefeiert werden, weil das ja dem Kind auch Mut macht, weiterzugehen. Das gibt wiederum die Sicherheit, die wir brauchen, die Kinder brauchen, die wir Eltern als Erzieher geben müssen, damit sie ein Stückchen weitergehen. Genau. Wichtig ist sicher, dass man darin authentisch ist, ne? Und nicht roboterhaft alles lobt, was genau vielleicht den nächsten Schritt bedeutet, sondern guckt, was bedeutet meinem Kind was, wo ist es jetzt wirklich weitergekommen. Vielleicht muss ich es nicht jeden Tag dafür loben, ne, dass es sich selbstständig angezogen hat. Irgendwann wird es einfach zu einer Selbstständigkeit, oder? Genau. Also es ist ja auch so, wir Erwachsene ziehen uns ja auch jeden Morgen an. Das ist irgendwann selbstständig, selbstverständlich. Selbstständig, selbstverständlich so ungefähr. Ne? Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass man manchmal zu viel redet, zu viel darüber sagt. Wenn man das Gefühl hat, das Kind hat das verstanden, dann bedarf es gar nicht mehr. Dann kann man nochmal, du weißt schon Bescheid oder so, ne? Oder wie auch immer sagen. Aber es muss nicht alles immer wieder neu erklärt werden. Die meisten Kinder sind ganz schön pfiffig. Die haben das im ersten Mal auch drin. Und dann kann man auch gleich sagen, wenn es zum Beispiel eben zu weit gegangen ist oder so, dass man sagt, haben wir doch besprochen, bitte. Nicht jetzt, nicht hier. Wie gesagt, mit dem Kind, was eben da vom Sofa springt, ne? Nachher können wir das wieder dein Feld hier bauen. Im Moment geht's nicht. Da kann man dann auch ganz klar sein, den Kindern gegenüber. Und das verstehen die meisten auch. Ich denke, die meisten Eltern begrüßen die Schritte, die ihre Kinder in die Selbstständigkeit machen. Je mehr sie können, je mehr sie alleine können. Es gibt aber auch Eltern, die Schwierigkeiten haben, loszulassen. Es gibt dieses etwas gemeine Wort vom Helikopter, ne, mhm, womit gemeint ist, dass Eltern wirklich über ihrem Kind kreisen und eben keinen eigenen selbstbestimmten Schritt ermöglichen, jetzt mal ganz, ganz krass ausgedrückt. Dadurch wird natürlich der Raum eingeschränkt, der Kindern eigentlich zustehen sollte, damit sie eigene Erfahrungen unabhängig von den Eltern machen können. Nicht wenige werden darunter auch leiden, dass sie so ein bisschen in dieser Rolle festgefahren sind. Wie kommen denn Eltern aus sowas raus? Hast du da einen Tipp? Das ist natürlich auch eine ganz individuelle Geschichte meistens. Und wie du das schon sagtest, die Eltern haben auch keinen Kippschalter, wo sie sagen, ich habe jetzt einfach keine Angst mehr. Die ist ja da und die sind in großer Sorge. Und jeder, der selber Kinder hat, weiß, dass es eine Zeit gibt, wo der erste Gedanke morgens die Kinder sind und der letzte Gedanke abends im Bett die Kinder sind. Das heißt, wenn man sich Sorgen macht, dann ist das wirklich allumfassend und wir kommen da kaum raus. Ich glaube, dass bei sowas, dafür ist eben der Austausch immer gut. Das ist immer wichtig. Und es ist auch immer wichtig, dass man dann jemanden sagt, lass dieses Kind doch mal, lass mal in Ruhe. Also auch einer Freundin oder einem Bekannten oder einem Bruder oder Schwester oder wem auch immer, ruhig das auch dann ein bisschen sagen und dann kann man ins Gespräch kommen. Wenn die Mutter oder der Vater da so mit großen Schwierigkeiten hat, dann kann ich nur empfehlen, dass sie anfangen. Da sind wir wieder bei der Erziehung, bei der zweiten Stufe, dass in dem Moment, wo man selber erzieht, eigentlich seine eigene Erziehung reflektiert und seinen eigenen Werdegang auch reflektieren muss. Und da sind bestimmt irgendwelche, ich sag mal, Gründe, warum diese Angst so gelegt wurde, warum die Angst so da ist. Und oft kann man da wirklich was machen. Also nicht im Sinne von, dass die ausradieren, sondern lernen, damit umzugehen, um den Kindern ein bisschen mehr Freiheit zu geben, dass sie auch ihre Erfahrungen machen können. Das ist nicht etwas, wo man die Eltern sagen sollte, sie sind unmöglich, so ungefähr, sondern das ist, wie du schon sagtest, die leiden darunter, oder es ist wirklich schrecklich für die Eltern, das zu sehen, das nicht ertragen zu können. Und da fängt dann, meine ich, ein guter Weg an, sich zu reflektieren, mit in die Auseinandersetzung mit anderen zu gehen oder auch für sich Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen, Austausch zu holen, damit man vielleicht dahin kommt zu sagen, eigentlich ist die Angst vielleicht eine ganz andere, die ich andauernd in mir habe. Und wie kann ich da besser mit umgehen, dass ich die nicht übertrage auf mein Kind? Denn wie du schon am Anfang sagtest, meistens ist es so, dass das die Kinder auch ängstlich macht, weil die eben keine Erfahrung machen können. Das heißt, es kriegt so einen Kreislauf. Das ist nicht so günstig. Deswegen die Reflexion über die eigenen Empfindungen, die eigene Sorge ist immer in der Erziehung, muss immer mitgedacht werden. Maria Montessori, die Reformpädagogin, die hat einen Leitsatz geprägt, der heißt, hilf mir, es selbst zu tun. Viele Kitas arbeiten nach diesem Konzept von Maria Montessori, was ja viel breiter ist. Aber kann man sich als Eltern an diesem Satz orientieren? Wäre das so eine Art Kompass, den ich mit mir rumtragen kann und an dem ich messe sozusagen,
Wie kann ich mein Kind jetzt in diesem Moment gut begleiten? Wie viel Freiheit kann ich ihm zugestehen? Also ich glaube, dass es auch ein Grundsatz von Erziehung einfach ist. Denn die Erziehung hat ja das Ziel, dass die Kinder wirklich im Leben stehen und selbstständig als Erwachsene in der Welt leben können, gut leben können. Und da sind natürlich tausenderlei kleine Schritte dabei. Und das ist genau der Satz, der im Grunde genommen die Grundlage von Erziehung ist, dass wir müssen als Erziehende diejenigen sein, die den Rahmen schaffen, die Möglichkeit, die Kraft und auch die Zuversicht. Denn das ist ganz wichtig, dass wir davon ausgehen, du schaffst das. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber übermorgen vielleicht. Und ich helfe dir dabei, was ich machen kann. Die Schritte musst du selber gehen, aber ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du weitergehen kannst. Und da sind wir dann wieder bei der Selbstständigkeit, dass das Kind sagt, ja, ich will weiterkommen. Und das gilt zu unterstützen. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, ich nehme ganz viel mit und ich hoffe, das geht unseren HörerInnen auch so. Ja, gerne. Danke.